Dieses Video wird unterstützt von OneFootball. Wer die App noch nicht hat, könnt ihr euch gerne kostenlos downloaden. Link ist natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zum nächsten Part des Karrieremodus mit dem FC Bayern, Leute. Es geht ins letzte Spiel der EM-Quali. Wir sind schon auf Platz 1 durch. Es geht allerdings für Russland und Schweden noch um den zweiten Platz. Das heißt, Schweden wird natürlich jetzt hier versuchen, bestmöglich abzuschneiden. Wir werden schauen, dass wir mit der B11 spielen. Haben wir in der letzten Folge gemacht. Ein paar kleine Änderungen, jetzt nicht mega viel, aber ein paar kleine Änderungen sind dann schon drinnen in der B11. Und dann geht es auch gleich ins erste Champions League-Spiel. Leider kam keine Pressekonferenz hier vor den Länderspielen. Das hätte ich mir eigentlich gewünscht. Das wäre eigentlich ganz nice gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es Pressekonferenzen vorm Länderspiel. Vielleicht gibt es das nicht. Vielleicht gibt es nur in der Liga. Ich weiß nicht. Lasst mir gerne Like da, lasst mir gerne Abo da. Falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Macht die 1 Milliarde Likes voll, wie immer, wenn ihr Bock habt. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schaltet, wie gesagt, täglich ein, wenn ihr Bock habt. Let's go gegen Schweden. 2-2. Sané Doppelpack. Also unsere B11 schlägt sich nicht ganz so optimal. 2-2. Russland hat auch nur 1-1 gespielt. Oh, das ist jetzt bitter für Schweden, Alter. Das heißt, es bleibt genau beim Punktestand von gerade. Das heißt, Schweden ist nur Dritter geworden. Aber Schweden, ich glaube, der Dritte spielt noch die Quali. Boah, ist bitter für Schweden, Alter. Die hätten nur gewinnen müssen gegen uns. Dann wäre es das gewesen, Alter. Dann wären sie Zweiter geworden, Russland nur Dritter. Aber na gut, kann man nichts machen, Leute. Wie immer, checkt noch gerne meinen Shop aus, Leute. Wenn ihr Bock habt, nice Designs, schwarz-weiß als T-Shirts, Pullover hier in Orange, Blau-Rot und Grün in den 4 Camouflage-Farben. Kissen, Tassen, Turmbeutel, nice LED-Lampe hier, die nice Designs, das neue gibt es auch in den 4 Farben. Viele weitere Designs ebenfalls. Ihr seht es, LED-Lampe, Kissen, Tassen, Turmbeutel, wie gesagt, hier nice Handyhüllen und vieles mehr. Also checkt es aus, Leute, und gratis Autogrammkarte gibt es auch zu eurer Bestellung dazu. Ich danke euch für eure Unterstützung. Vielen Dank für euren Support und dann gehen wir doch mal hier in die nächste Trainingseinheit. Da werden wir mal ein bisschen was tauschen. Pavon ab, komm mal raus. Denn ich will auf jeden Fall mal hier unseren, da war er doch, ne? Guidi, den wollen wir auf jeden Fall trainieren. Alter, hat der einen Markt? Ne, 550.000. Ich dachte gerade 8 Millionen Marktwert, aber das waren 550.000. Ich wollte schon sagen, 8 Millionen. Kommt das denn zustande? Und ab wird auch rauskommen, weil der hat mir einfach ein zu geringes Potenzial, wo ich dann sagen würde, da lohnt sich das Training. Bentakur würde ich sagen, trainieren wir noch. Hernandez ist hoch auf 85, sehr geil. Ja, Bentakur trainieren wir noch. Ja, so machen wir das Ganze. Let's go, alles simulieren. Davies geht ein Stück hoch, Gomez ebenfalls, Guidi leider nicht. Schade, ja, zu schön gewesen, ne? Was ist hier noch? Abschlussbericht ist verfügbar. Zu wem denn? Zu Moise Kean, Olcek, Almada und Chiesa. Chiesa. Naja, gut. Nächstes Spiel steht an gegen RB Leipzig. Danach erstes Champions League-Spiel. Aber es kommt auch nicht vor jedem. Ich sehe es hier gerade. Ich dachte, es kommt jetzt vor jedem Spiel so eine Pressekonferenz. Aber. Ah, das sind hier. Das können wir ganz kurz nachschauen hier. Ah, das war hier eine ganz komische Wandlung. Könnt ihr euch noch erinnern? Mit dem habe ich die längste Verhandlung meines Lebens geführt. Den werden wir, denke ich mal, in der Winterpause nochmal versuchen zu holen. Hier ist dieser Haider, hat eine 60. Naja. Benzedor hat immerhin. Ich kann das kaum lesen, so hell ist das, 63. Naja gut, das waren wieder diese Spieler, die uns vor der Saison vorgeschlagen wurden, aber die sind halt nie wirklich gut. Wenn wir, also die sind immer so mittelmäßig, aber für so Top-Vereine glaube ich, na, einfach nicht das Richtige. Düsseldorf ist einfach auf Platz 1. Aber gut, ein Unentschieden jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, sind wir wieder vor. Aber müssen wir erstmal gewinnen. Wir werden wieder mit Bestbesetzung reinstarten. So sieht das Ganze erstmal aus. Und dann wollen wir nochmal gucken, wie es läuft hier gegen RB Leipzig, Leute. Wir wollen natürlich, unsere Mission ist es, alle Spiele zu gewinnen. 34 Spiele, 34 Siege, wäre die Option, habe ich noch nie geschafft. Aber wer weiß, jetzt müssen wir aber erstmal hier im Topspiel gegen Leipzig gewinnen. Ja, das war's schon wieder, Alter. Geil gelaufen, Digga. Gerade noch gesagt, Alter. Sehr, sehr geil. Werner und Haidara treffen. Ronaldo, ja, noch mit dem Anschluss. Ach, scheiße gelaufen, Alter. Haidara will ich auch mal ganz kurz nachschauen, ob der gutes Potenzial. Dieses Jahr haben die ja geholt für 13 Millionen oder so. 84er Potenzial. Naja, geht's. Ja, gut, also 34 Spiele werden wir nicht mehr gewinnen, das ist schon mal klar, aber wir wollen ja wenigstens nur die 100 Punkte erreichen, aber das wird jetzt auch sehr, sehr schwer mit einer Niederlage schon so früh. Macht die Saison halt wieder ein bisschen spannender. Ah ja, jetzt kommt diese Animation hier wieder, ne? Dauert wieder 8 Stunden, genau dieselbe Animation wie letztes Jahr. Kommt wenigstens eine Pressekonferenz vor dem ersten Spiel? Das hätten sie ja wirklich mal machen können jetzt hier, ne?
vom ersten Spiel, tolle Leistung von Messi, ja, das freut mich. Das hätten sie eigentlich wirklich mal machen können, ne? David geht schon direkt hier hoch, Alter. Let's go, Alter. So will ich das sehen von Neuzugängen. Weißt du, direkt erste Trainingsneid oder zweite, direkt verbessert, sehr geil. Auf 75, freshe Sache. Gut, also, wir haben bislang eine Pressekonferenz. Ich dachte, dass hier wenigstens vom ersten Champions League-Spiel mal wieder eine Pressekonferenz. Ah, doch! Wollte ich jetzt sagen, Alter. Aber ich feiere das eigentlich. Also Pressekonferenz. Oder, kann ich mal reden. Pressekonferenzen, die finde ich wirklich sehr nice. Und vom ersten Champions League-Spiel muss das doch schon sein. Ich weiß, ich kann verstehen, dass jetzt nicht vor jedem Ligaspiel eine ist, aber Champions League? Oh, doch, können wir dann noch machen. So, David, bekommt er sein Debüt? Das braucht noch ein bisschen. Da wird der David auf jeden Fall noch nicht sein Debüt bekommen, das ist klar. Gomez, jetzt fragen die wieder nur nach jedem Spieler, ob die ihre Debüts bekommen, Alter. Das ist auch wieder, ne? Diese Fragen feiere ich ja gar nicht. Er braucht noch Zeit. Das sind halt unnötige Fragen, ne? Ohne Scheiß. Die kommen so oft, jetzt würde ich noch gerne Frage zum Spiel bekommen, ey. Jetzt kamen dreimal Fragen zu Spielern, ob die ihre ersten Minuten bekommen. Das ist wirklich, also dann kann man sich so eine Pressekonferenz auch sparen. Er braucht noch eine Weile. Wir haben ja auch jedes Mal jetzt dieselbe Antwort gegeben. Also das ist dann wieder, ich dachte, da kommt jetzt mal eine Frage irgendwie so zum Gegner oder so. Das wäre schon ein bisschen geiler, muss ich ehrlich sagen. Aber muss mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Weil klar, jetzt ist noch zu Beginn der Saison, deswegen kann ich es verstehen, dass dann die Fragen kommen, ob die spielen werden oder nicht. Ne? Aber wenn das im Laufe der Saison auch weiterhin so passieren wird, dann muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob wir da an den Pressekonferenzen noch lange teilnehmen werden. Süle kommt mal raus, kriegt eine Pause, ist nicht bei 100%. Hernandez kommt rein. Wir wollen aber natürlich hier gegen Dynamo Zagreb nicht mit der B11 spielen, weil erstes Champions League-Spiel sollten wir natürlich hier irgendwie dann doch gut angehen. Ab geht's gegen Zagreb. 2-1 gewonnen, Alter. Nur knapp. Ronaldo und Messi treffen. Moro noch mit dem Anschluss. Olmo mit der Nummer 7. Der war ja mal im Fokus vom FC Bayern in der Sommertransferphase. Dani Olmo. Der hat ein 88er Potenzial, Alter. Das ist nicht schlecht, man. Den können wir mal im Auge behalten. Scheint interessant zu sein. Hat noch 4 Stellen Skills, 4 Stellen schwacher Fuß. Also, den werden wir mal hier auf die Liste packen. Das wollte ich nicht machen. Zack. Den werden wir auf die Liste packen und den werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Das steht auf jeden Fall fest. Wie gesagt, in echt. Er ist schon 21. Naja, gut. Muss man mal gucken. Muss man mal schauen. Ich habe gerade noch einen gesehen und zwar hier. Das war dieser Romero, ne? Der ist auch nicht schlecht. Hat auch, glaube ich, ein 87er oder 88er Potenzial. Werden wir auch mal beobachten für Innenverteidigerposition. Joa. Vielleicht, weiß ich noch nicht, kann man mal gucken, ob man den im weiteren Auge behält oder nicht, müssen wir noch gucken und sonst, ja, viele von denen beobachten wir schon, deswegen lassen wir den Rest erstmal. So, nächstes Meisterschaftsspiel steht an gegen Köln, Leverkusen auf Platz 1, Düsseldorf auch jetzt noch vor uns, weil die haben im Gegensatz zu uns noch kein Spiel verloren, Leute, wir haben schon eins verloren. Naja, Süle beschwert sich direkt, war natürlich klar, ich hoffe, dass ich nicht auf der Bank sitzen werde. Ich denke drüber nach. Das war wieder klar, ne? Ey, jetzt melden die sich sofort. Einmal, wenn sie nicht spielen, melden die sich direkt und heulen rum. Skriniar ist nicht ganz bei 100%, dann kriegt Skriniar jetzt mal eine Pause. So, Mittelfeld sieht auch nicht so optimal aus. Coutinho kriegt auch mal eine Pause. Ich finde es ein bisschen schade. Gnabry kommt auch mal rein, dass Coutinho halt irgendwie gar kein Potenzial hat, ne? Ich meine, der ist wie alt? Ist der 26, glaube ich, oder? Coutinho? 27. Dass er gar kein Potenzial hat, 86, vielleicht wenn wir Glück haben, geht er auf 87 hoch, aber glaube ich auch nicht mal dran. Wenn er wenigstens so ein Potenzial bis 88 hätte, würde ich sagen, okay, ist ganz nice. Aber naja, Dreierpack für Gomez, ist das dieser Gomez? Ich weiß nicht, ob das in der Bayern-Karriere war, da habe ich letztens noch drüber geredet mit euch in irgendeiner Karriere. Ist das Angel Gomez? Anscheinend muss der sein, der sieht auch so aus. Angel Gomez, der in den letzten Jahren immer 90er Potenzial hat, dieses Jahr leider nur noch ein 86er Potenzial. Aber der hat ein 68er Rating. Warum spielt der bei Menu von Beginn an? Ich weiß es nicht. 2-1 gewonnen, wieder nur knapp, Alter. Warum sind die Spiele hier so knapp? Na gut, aber Hauptsache wir gewinnen. Lewandowski und Messi in der 86. mit der Entscheidung. Also ich muss ehrlich sagen, wir haben bislang noch nicht diese Dominanz, die ich gerne hätte. Süle bedankt sich bei uns. Ja, kein Problem. Du bist ein Vorbild. Du bist ein Vorbild, Süle, ja. Geile Sache. Wir starten in die nächste Trainingseinheit. Let's go. Mit den 5 Kollegen hier wieder. Und Guidi hat sich wieder nicht verbessert. David schon wieder hochgegangen, Alter. David gefällt mir. Guidi juckt den nicht, Alter. Verbessert sich gar nicht, ne?
Juckt den absolut gar nicht. So, wir sind wieder auf Platz 1, aber Leverkusen kann nachziehen mit einem Sieg. Können sie nämlich mit 13 Punkten an uns vorbeiziehen, haben sie ebenfalls gemacht. Pressekonferenz steht an, vor dem Spiel gegen Paderborn. Warum, weiß ich nicht. Wir schauen uns das Ganze mal an, wir schauen uns mal die Fragen an. Wir machen das Ganze jetzt immer ein bisschen... Schon wieder Bentancur, Alter! Also, ohne Witz, ne, ja, jetzt kommen wieder, das sind dieselben Fragen. Wollt ihr mich komplett verarschen? Also, ohne Scheiß, genau zu denselben drei Spielern. Und ich gebe dreimal dieselbe Antwort. Die merken das, glaube ich, nicht mehr. Aber man kann die Moral von den Spielern immer ganz gut pushen. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, die Pressekonferenzen da immer mitzunehmen. Aber WTF, die haben jetzt dreimal dieselbe Frage gestellt, Alter. Also, naja, irgendwie, weiß nicht. Also, die Idee ist nice mit den Pressekonferenzen, aber wenn immer dieselben Fragen gestellt werden, können sie sich auch sparen, ehrlich gesagt. Na gut, das war's erstmal von der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like, lasst gerne ein Abo da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren, Leute. Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ich hoffe, ihr seid dabei. Das war am Ende. FIFA 20 ist ab heute erhältlich. Was? FIFA 20 ab heute erhältlich? Ja, ah, stimmt, 28. September hier im Game. Na gut. Bei uns schon ein bisschen länger, ne? Aber gut. Check mal meinen Shop aus. Nice Designs in schwarz und weiß als T-Shirt, als Pullover, orange, blau und grün in den vier Farben. In den vier Camouflage-Farben. Das hier gibt es ebenfalls in den vier Camouflage-Farben. Das neue Nice Design. Viele weitere Designs ebenfalls. Also gerne abchecken. Kissen, Tassen, Turmbeutel, die Nice LED-Lampe haben wir noch am Start. Und Handyhüllen gibt es auch. In orange, blau, rot und grün. Gerne abchecken. Außerdem gratis Autogrammkarte gibt es auch noch zu eurer Bestellung dazu. Checkt es gerne aus, Leute. Ah, das hier ist nice, Alter. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr es mal abchecken würdet, den Shop, Leute. Na, das hier ist ganz nice. Ohne Witz, würde ich sagen, hier mit FIFA 20 ist ab heute erhältlich. Aber warum da jetzt genau diese vier Spieler drauf sind, ich habe keine Ahnung. Naja, das war es dann erstmal von der heutigen Folge, Leute. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, wenn ihr Bock habt, morgen wieder. Ich hoffe, ihr schaltet ein. Macht's gut, bis morgen. Haut da rein und tschaußen.